Wir sehen heute weitere Schwäche bei Gold und die Frage ist, ist Gold, der Goldpreis eine Art Vorbote für das, was auf die Aktienmärkte bald zukommt? Das will ich mal in diesem Video ein bisschen beleuchten und das Aufregendste des heutigen Tages ein bisschen auf den Punkt bringen. Aber starten wir zunächst mal mit dem Vergleich zwischen dem S&P 500 und dem Goldpreis. Wir sehen hier, beide sind seit dem Tief in der Corona-Krise, da waren ja sowohl Gold als auch die Aktienmärkte schwer unter Druck. Dann kam dieser massive Anstieg im Gefolge der Fed-Intervention, der Intervention der Notenbanken insgesamt. Und dann sehen wir, dass zunächst Gold ein neues Allzeithoch erreichte. Die Aktienmärkte ließen sich da noch ein bisschen Zeit, erreichten dann aber auch ein neues Allzeithoch, nachdem Gold schon abverkauft hatte dann. Und dann sehen wir bei Gold so eine Art Seitwärtsbewegung und jetzt scheint die zweite Welle des Abverkaufs gestartet zu sein bei dem gelben Edelmetall, während die Aktienmärkte, nachdem sie ihr Allzeithoch erreicht hatten, dann eine Korrektur hatten, jetzt so eine Seitwärtsbewegung mit positiver Tendenz. Und die Frage ist, sehen wir das eben jetzt, was bei Gold passiert, jetzt bald, mit vielleicht ein paar Tagen Verzögerung auch in den Aktienmärkten? Würde mich nicht wundern, denn es gibt einen ziemlichen Gleichlauf zwischen Gold und den Aktienmärkten. Alles wird gegen den Dollar gehandelt, könnte man sagen. Alles ist ein einziger Trade. Entweder Aktien und Gold steigen, dann fällt der Dollar. Oder eben genau andersrum, der Dollar als Vehikel für Risikoaversion. Schauen wir uns zunächst nochmal Gold an. Hier war ja in vielen Analysen die Rede von einem aufsteigenden Dreieck. Das war vor der FED-Sitzung. Da haben viele gesagt, das bricht jetzt nach oben aus, das sieht gut aus. Jetzt sehen wir aber, dass das eher ein absteigendes Dreieck zu sein scheint. Und wir sind jetzt ziemlich genau auf dem Tief vom 12. August bei 1863 Dollar. Und wir könnten eben hier noch einige Fibonacci-Levels anlaufen. Oder hier findet Gold dann Support praktisch an diesem Tief, das wir im August gesehen hatten, bevor es dann auch für Gold wieder nach oben geht. Ist jetzt wirklich eine spannende Situation. Silber heute, by the way, noch viel stärker unter Druck. Das ist das Schicksal von Fahnenstangencharts. Aber schauen wir uns mal hier den S&P 500 an, in einem Chart von Capital.com. Da habe ich lustige Pfeile reingezeichnet, damit Sie sehen, wo diese Widerstands-Area ist, wo diese Bereiche sind, wo es schwierig wird beim S&P 500. Nehme ich hier in dieser Zone, die wir haben bei 3330 Punkten um und bei, da sind wir heute hingelaufen, haben versucht ein bisschen drüber zu kommen, aber dann die rote Kerze, die so ein bisschen den Verdacht nährt, dass das sozusagen der Versuch war, hier diese Widerstandszone nach oben durchzubrechen, dieser Versuch sich als Fehlausbruch dann herausstellen wird. Und das kann zusammenhängen eben mit, wie ich immer wieder sage, dem Dollar. Wir haben ja dieses extrem negative Sentiment gegenüber dem Dollar, aber es geht hier nicht um Haushaltspolitik in den USA, die grundunsolide ist, könnte man sagen, sondern es geht um die Weltleitwährung Dollar, die Welt in Dollar verschuldet, Risikoaversion, dann Flucht in Dollar, weil Dollarschulden für viele schmerzhafter wird, vor allem für die so hochverschuldeten Schwellenländer, die in Dollar verschuldet sind. Da muss man dann versuchen, diese Aufwertung des Dollars irgendwie abzubauen, indem man eben seine Schulden abbaut, damit praktisch Dollars kauft wieder. Das ist das große Problem. Und wir haben nach wie vor an den Aktienmärkten eine gewisse Complacency, eine Vertrauensseligkeit, nach wie vor das Put-Call-Ratio. Trotz der doch deutlichen Korrektur, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, sehen wir, dass das nach wie vor sehr niedrig ist, also wenig Furcht im Markt ist. Und das jetzt im Vorfeld der US-Wahlen, die durchaus ja wahnsinnige Konfusion erzeugen könnten. Nicht nur, dass wir vielleicht nicht wissen, wer US-Präsident ist am 4. November, sondern es könnte sein, dass einer schon zum Sieger ausgerufen wird, dann aber durch die Briefwahl, die ja länger dauert als bis zum 3. November, plötzlich die Geschichte nochmal kippt, dann ist plötzlich der andere Sieger und das dürfte dann die Konfusion und die Probleme in den USA, die Lagerbildung in den USA noch deutlich verstärken. Schauen wir uns mal ein paar Anekdoten zum Aktienmarkt an, zum Beispiel beim Dow Jones, der heute besser läuft nach
sehr guten Zahlen von Nike, die den Dow Jones mit nach oben gezogen haben. Insgesamt gibt es jetzt von diesen 30 Dow Jones Unternehmen 20, die dreistellig sind. Vor 20 Jahren im März 2000, also zu Beginn der Dotcom-Blase könnte man sagen, oder kurz vor deren Ende, da gab es nur 8 dreistellige Werte im Dow Jones und 2007 waren es nur 2 gewesen. Also wir sehen, da haben wir eine gewisse Asset-Inflation beim Dow Jones und der Dow Jones wird ja in Punkten gerechnet. Respektive, wenn eine Aktie 100 Dollar kostet, dann ist sie halb so stark gewichtet wie eine Aktie, die 200 Dollar kostet. Es geht also nicht nach Marktkapitalisierung, sondern schlichtweg nach dem Preis einer Aktie und dementsprechend ist der Dow natürlich davon unterstützt worden. Interessant ist, dass wir jetzt gestern gesehen haben, dass wir ja durchaus freundliche Märkte hatten, freundliche Aktienmärkte. Die Amis haben sich gut erholt, vor allem der Nasdaq hat sich gestern gut erholt. Aber wir sehen, dass die Junk Bonds hier am HYG, das maßgebliche Junk Bond, also Unternehmensanleihen mit fragwürdiger Bonität, dass die nicht mehr so wirklich mitgestiegen sind, sondern weiter unter Druck sind. Das ist nach meiner Auffassung kein so richtig gutes Vorzeichen. Die schlechteren Tranchen der Kredite, die sind nach wie vor unter Druck. Das heißt, es gibt ein gewisses Misstrauen gegenüber der Schuldentragfähigkeit angesichts der möglichen Konjunkturaussicht. Und apropos Junk, wir haben heute Interessantes von Tesla. Zunächst mal die Aktie schwer unter Druck, nachdem der Battery Day doch ein bisschen enttäuscht hatte, den Elon Musk angekündigt hat. Heute die bisher unbestätigte Meldung, dass Tesla die Trump-Administration verklagen will, wegen den Zöllen gegen China. Und das ist natürlich richtig cool. Eine ganz geile Geschichte. Deshalb, weil da treffen im Prinzip zwei Religionsgemeinschaften aufeinander, die Trumpianer. Die Anhänger von Trump, der kann ja praktisch machen, was er will. Die sagen, der Typ ist super, da geht nichts drüber. Und die Maskianer, die ihn ja für einen Messias halten, das ist eine interessante Konstellation, ein Religionskrieg, der sich da möglicherweise andeutet. Und die Tesla-Aktie heute auch unter Druck, weil offenkundig die Netzwerke bei Tesla heute ausgefallen sind. Das heißt, die Leute waren nicht in der Lage, mit ihren Autos zu fahren, ihre Autos zu öffnen. Das ist natürlich so ein Schlaglicht auf das, was uns mit dieser Digitalisierung der Mobilität passieren kann. Wenn da mal irgendwo ein Server ausfällt, dann kann ich mein Auto nicht mehr fahren. Das ist natürlich letztendlich ein ziemliches Horrorszenario. Insgesamt sehen wir jetzt einen fast epischen Kampf zwischen Value und Growth. Die Ausschläge, wer mal besser ist, wer schlechter ist, die werden immer größer und wir haben solche Ausschläge gesehen, A, in der Finanzkrise zuletzt und B, in der Dotcom-Blase zuletzt. Also irgendwie wieder diese Parallelen zu 2008, 2009 und zum Jahr 2000, 2001. Und interessant ist, wer sich für die Aktienmärkte in den USA interessiert. Und der hätte dann eigentlich die beste Strategie gehabt, wenn er nach dem Schluss der Wall Street, also nach Kassaschluss kauft und dann zu Beginn des Kassahandels wieder verkauft, dann hätte er 371% gemacht. Nein, 37,1%, eine Ziffer da hinzu, schmuggeln, nein, 37,1% und zwar seit dem Tief aus dem März, am 23. März genauer gesagt, wer an der Wall Street Eröffnung gekauft hat und dann zum Schluss verkauft hat, der hat nur 8,2% gemacht. Hier sieht man mal wieder, wie sozusagen vorbörslich oder nachbörslich an der Wall Street die Kurse, die Futures hochgezogen werden und dann ist es gar nicht mehr so glorreich während der Kassazeit an der Wall Street. Und wer das ganze Spiel seit dem Jahr 1993 gemacht hätte, der hätte mit dieser Strategie, nämlich zu verkaufen, wenn die Wall Street schließt und zu kaufen, wenn sie öffnet, sage und schreibe 722% gemacht. Wer allerdings die Eröffnung einer Wall Street gekauft hätte und dann zum Schluss verkauft hätte, der hätte minus 8,5% gemacht. Da sieht man, dass da irgendetwas möglicherweise faul ist, dass da ein bisschen jemand an der Schraube dreht. Wir hatten ja ein ähnliches Muster heute. Vorbörslich die US-Futures nach oben und dann ging es wieder nach unten. Kommen wir nach Germany, kommen wir nach Deutschland, Tyskland, Germania, Almanie, wo auch immer. Wir sehen hier die deutsche Wirtschaft so ein bisschen zweigeteilt jetzt. Wir hatten heute die Einkaufsmanager-Indizes und wir sehen die Dienstleister schrumpfen sogar unter 50 der Wert, Kontraktion, während das Gewerbe relativ stark ist, expandiert. Wir sehen damit sozusagen wieder die zweite Welle, wenn man so will, des Coronavirus, also die Dienstleister, die jetzt wieder unter Druck geraten, die pessimistischer werden.
die ja auf Menschenkontakte angewiesen sind, wie Gastronomie, wie Eventbranche etc. Und wir sehen hier mal im Vergleich diese unterschiedliche Entwicklung zwischen Dienstleistern, die jetzt wieder nach unten zeigen, und Gewerbe. Die Dienstleister haben sich schneller erholt als dann die Gewerbeleute, aber jetzt scheint sich das Ganze wieder zu drehen. Und hier sehen wir mal verschiedene Parameter, High-Frequency-Parameter aus Europa, wo wir sehen, ja, die Dinge zeigen wieder nach unten aufgrund der Situation hier in Sachen Coronavirus, sowohl Industrie als auch Konsumenten, als auch Reisetätigkeit etc. Das kippt jetzt wieder nach unten und das ist vielleicht etwas, was die Aktienmärkte irgendwann auch einpreisen müssen. Ähnlich wie Insolvenzen, hier sehen wir etwa den Anstieg der Insolvenzen in den verschiedenen Ländern im Vergleich zu 2019. Da liegen die USA ganz vorne, gefolgt von Brasilien und UK. Deutschland relativ weit hinten, aber das hat natürlich auch damit zu tun, dass in Deutschland die Insolvenzpflicht oder die Pflicht zur Insolvenzanmeldung aufgehoben wurde. Ist ja praktisch nur teilweise aufgehoben jetzt ab 1. Oktober. Da muss man dann Insolvenz anmelden, wenn man zahlungsunfähig ist, aber nicht, wenn man überschuldet ist. Das muss man dann erst ab 2021. Jedenfalls sehen wir, dass das natürlich massive Anstiege sind der Insolvenzen. Und hier sehen wir, was jetzt vielleicht auf uns zukommt in den USA schon. Da ist ja die Situation, dass die Schulschließungen nach wie vor der Fall sind, dass die Öffnungen der Schulen nicht wirklich funktionieren. Und da sieht man, dass viele Familien weniger arbeiten können und werden, vor allem Mütter, aber auch Väter. Man muss die Arbeitszeit reduzieren. Das wird auch wieder ein Wirtschaftsfaktor sein, der dann belastend wirkt, wenn die Schulen, hier in Deutschland ist das ja schon der Fall, dass sie wieder geöffnet haben, dass das alles normal läuft, aber in den USA eben nicht. Auch das ein Belastungsfaktor. Also, das war ein kleines Schlaglicht. Gold scheint eine Art Vorbote zu sein für das, was kommt. Wir sehen hier Risikoaversion im Sinne von Dollarstärke, im Sinne von, naja, es gibt ja viel Gold, das als Papiergold gehandelt wird, und da ist man natürlich anfällig für Risikoaversion. Da müssen manche, wenn ihre Aktienpositionen unter Druck kommen, eben auch ihre Gold-Long-Positionen dann irgendwann mal schließen. Mal sehen, wie die ganze Chose weitergeht. Ich wünsche jetzt ein wunderbares Feierabendbier, wenn Sie sich eins genehmigen, und sage Servus und Ciao.